Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man bei verschiedenen Bianchi-Modellen des Modelljahres 2024 den Steuersatz einstellt. Es ist anwendbar bei allen Modellen, die diese Art von Steuersatz und Vorbau verbaut haben, der von Velomann stammt. Soweit ich weiß, betrifft das die Modelle Sprint und Ultra. Wie man hier sieht, sieht man keine Schrauben zum Fixieren des Vorbaus auf dem Gabelschaft. Die sind hinter einer Abdeckung versteckt. Das macht es zum Problem, den Steuersatz einzustellen. Hier oben die Schraube ist ja zum Einstellen des Steuersatzes. Wenn man aber die Schrauben hier an der Seite des Vorbaus nicht löst, dann passiert ja da nichts. Also man kann die Schraube lockern und festziehen, so viel man will. Der Steuersatz wird dadurch nicht eingestellt. Deswegen muss man, um den Steuersatz einzustellen, zunächst die Schraube ein bisschen lockern. Dann kann man diesen Deckel hochheben und nach vorne drehen. Jetzt kann man die Verkleidung nach hinten abheben. Die Verkleidung hat hier eine Aufnahme, die hier hineinkommt, also die untere Schraube umfasst, und hier zwei Nasen, die hier links und rechts einfassen. Also beim Aufsetzen einfach erst unten ansetzen, dann aufdrücken und schon wieder ist sie drauf. Um den Steuersatz einzustellen, muss man ja diese beiden Schrauben lösen, damit man den Steuersatz zusammendrücken oder auseinanderziehen sozusagen. Das ist jetzt übertrieben, was ich hier zeige. So viel wird das nie sein. Aber man muss auf jeden Fall diese beiden Schrauben lockern. Das mache ich jetzt mal. So, sie sind gelockert. Jetzt kann man den Steuersatz einstellen. Geht aber in diesem Fall nur zweistufig. Zunächst muss man die Schraube festziehen. Jetzt den Steuersatz so einstellen, dass sich die Gabel noch leicht drehen kann, sie also nicht überhaupt nicht mehr sich bewegt, sondern sie muss praktisch, wenn man den Lenker an der einen Seite antippt, sollte sie ohne Probleme durchschwenken. Also hier ist es zu fest, nochmal etwas lockerer. Ganz so wie bei den früheren Modellen, wo die Kabel nicht durch den Steuersatz und den Vorbau laufen, wird das nicht mehr sein, weil da war nichts im Weg, was das gebremst hat. Hier bremsen die Kabel, die intern verbaut sind. Man kann das auch anders testen als mit dieser Methode, indem man das Rad vom Ständer herunternimmt. Und jetzt also die Bremse hält, das Rad etwas mit Gewicht belastet und dann hier unten hinfasst, um zu schauen, ob hier noch Bewegung im Gabelschaft ist. So, je nachdem, mit welcher Methode ihr das eingestellt habt, seid ihr jetzt fertig. Jetzt muss man nur noch überprüfen, ob sich der Vorbau nicht nach links und rechts wegbewegt hat. Also gegebenenfalls dann ausrichten, indem man etwas nach links oder rechts bewegt, sodass er wieder gerade ist. Wenn das erledigt ist, diese beiden Schrauben wieder festziehen mit dem vorgegebenen Drehmoment. Hier sind 5 bis 6 Newtonmeter vorgegeben. Wenn ihr einen Drehmomentschlüssel habt, benutzt ihn auf jeden Fall. So. Jetzt die Verkleidung wieder montieren. Dazu wieder die obere Schraube lockern oder ganz herausschrauben, wie ihr das möchtet. Dann den Deckel umdrehen und jetzt die Verkleidung erst unten einsetzen, an der Schraube links und rechts eindrücken, Deckel wieder in die richtige Position.
festschrauben und fertig. Dieses Video wird von raddiscount.de unterstützt. Wie ihr sicher schon selber gemerkt habt, sind in den letzten Jahren die Fahrradpreise ziemlich stark gestiegen. Deswegen ist es eine gute Idee, beim Fahrradkauf zu sparen. Seit über 25 Jahren ist raddiscount am Markt und bietet oft preisreduzierte Markenräder online an. Mit unserem Gutscheincode könnt ihr da nochmal 20 Euro sparen. Den Link zum Gutschein und zum Onlineshop findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, das war ein kurzes Video. Ich hoffe, den einen oder anderen Tipp konntet ihr gebrauchen, falls ihr so ein Rad besitzt. Weitere Videos von uns gibt es hier drüben zu sehen. Hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Hier findet ihr unsere Playlist. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Schauen, Schrauben und Fahren. Tschüss, euer Olaf.